malerisch gebettet in die eindrucksvolle Seefelder, Natur und Bergwelt auf 1200 Höhenmetern mit atemberaubendem Ausblick auf das Hochplateau. Hier spürt man Entschleunigung vom ersten Moment an. Auch der entzückende Ort Seefeld hat vieles zu bieten, wie zum Beispiel eine kleine Barockkirche mit Zwiebelturm aus dem 16. Jahrhundert. Der Genussguide führt mich heute ins Astoria Resort Seefeld. Ausgezeichnet als eines der besten Wellnesshotels erwartet mich hier Genuss auf höchstem Niveau, Luxus für Körper und Geist und ein Zusammentreffen mit der Grand Dame der Hotellerie. Ja, grüß Gott. Wie war die Reise? Grüß Gott, wunderbar, herrlich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank für Große die Einladung. Große Überraschung, der Präsident unseres Tourismusverbandes, der Elias Walser, ist schon da und wartet darauf, Ihnen diese wunderbare Region zu zeigen am Beginn Ihres Aufenthalts. Ist das okay? Ein wunderbares Einstimmen, ja. Vielen Dank. Und ich habe Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht, einen grünen Veltliner vom Weingut Herzinger. Ich freue mich, wenn Sie zurückkommen, vielleicht können wir ein Glas zusammen trinken. Das würde mich sehr freuen. Ja, ich freue mich. Das ist Ella. Ja, wir sind nämlich ein hundefreundliches Hotel. Schön. Ja, dann schöne Zeit mich. Jetzt mit dem Elias. Danke sehr. Bis später. Danke. Ein paar Eindrücke habe ich ja schon bekommen. Meine Frage ist jetzt, was sind denn die Besonderheiten aus deiner Sicht der Olympiaregion Seefeld? Ja, was wir immer wieder von Gästen aus nah und fern hören, ist einfach einmal dieses Plateau, wenn man vom Inntal raufkommt oder von Deutschland über Garmisch-Rheinfahrt, auf einmal diese Weite, was aufgeht. Und das ist zu allen vier Jahreszeiten einzigartig. Und man kann quasi dann direkt vor Ort in den Urlaub eintauchen. Und das ist sicher mal so die größte Besonderheit, was wir zu anderen Regionen haben. Was kommt denn bei den Gästen am besten an? Ja, da ist auch wieder, was man immer wieder erzählt bekommt, wenn man im Hotel sitzt und mit Gästen spricht, ist, dass hinterm Hotel immer schon der Urlaub losgeht. Also man parkt sein Auto, man checkt ein und geht dann eine Runde spazieren und die Natur beginnt bei uns fast von allen Hotels direkt hinter der Haustüre. Und das ist schon eine Besonderheit für einen tollen Urlaub. Schön. Was darf man sich denn auf keinen Fall entgehen lassen? Es hängt ein bisschen von der Jahreszeit ab, aber wenn man jetzt so im Sommer, Spätherbst herkommt, dann würde ich auf alle Fälle die zwei Täler empfehlen. Einmal das Geisterl und das Karwendel. Sind einfach die, dort kann man sehr viel machen, wandern, E-Biken. Man kann einfach abschalten vom Alltag und das sind so zwei Plätze, die was man unbedingt besuchen muss. Schön. Vielen Dank, dass du Zeit hattest für mich, Elias. Sehr gerne. Dankeschön. Traumhaft schön die Tiroler Bergwelt und diese Region. Hat wirklich viel zu bieten. Das spiegelt sich auch in der Kulinarik wider. Regionalität ist Küchenchef Benedikt besonders wichtig. Er holt sich persönlich bei Johanna vom Joselhof die frischen Kräuter. Bei Regina vom Zottelhof findet er naturnah lebende Hochlandrinder. Was für ein schöner Ausflug. Und jetzt? Ankommen, wohlfühlen und gar nicht mehr weg wollen. Luxus für Körper und Geist. Dieses Gefühl stellt sich ein, wenn man in eine der großzügig und stilvoll gestalteten Suiten kommt. Weitläufigkeit, Großzügigkeit und Eleganz verleihen den Zimmern und Suiten einen unvergesslichen Wohlfühlfaktor. Private Sauna bietet Exklusivität, liebevolle Details aus wertvollen Materialien im geschickt inszenierten Zusammenspiel machen den Aufenthalt zum unvergesslichen Erlebnis. Die Bergluft macht Appetit. Jetzt erwartet mich großes Kino in der Küche vom Haubenrestaurant der Max. Vornehm und exquisit gestaltet, vermitteln die Räumlichkeiten gleichzeitig Eleganz und Gemütlichkeit. Alpiner Lifestyle auch im Salon Ferdinand und in der Astoria Bar.
eine architektonische Mischung aus Alpinschick und moderner Erlesenheit. Hallo Benedikt. Hallo, schön, dass ihr da seid. Was werden wir denn heute Gutes kochen? Also heute werden wir kochen ein Tiroler Hochlandrind, in dem Fall die Huft. Mhm. Die haben wir hier. Was so. Haben wir hier? Da hast du wahrscheinlich die Kräuter also. Auch selbst gepflückt. Genau, das oder? Ist jetzt auch Rosmarin, mhm. Thymian, das legen wir mit dazu. Oder das könntest du jetzt einfach mal ins Blech mit Gerne. Reinlegen. Einfach aufteilen. Ein genau. Genau, das legen wir jetzt da drauf. Mhm, das duftet dann so schön. Dann kommen die ätherischen Öle raus und dann haben wir es auch wunderschön parfümiert. Schön. Ich schicke das jetzt in den Ofen bei 62 Grad. Also Niedrigtemperatur. Genau. Aber jetzt machen wir das Püree. Jetzt. Okay. Zwiebel genau. ganz heiß angeröstet. Genau, die werden heiß angeröstet. Ja. Genauso wie die Karotten. Mhm. Gerade der Zucker von der Karotte. Karotte hat ja schon viel Zucker. Ja. Das ja. heißt, sie karamellisieren. Okay. Das lösche ich jetzt mit Weißwein ab. Ja. Lass das nochmal einreduzieren. So, als nächstes würden wir dann unsere Brennnesselplätzchen vorbereiten. Ja. Dafür habe ich schon Kartoffeln vorgegart, eine Stunde im Ofen, damit die Feuchtigkeit rausgeht. Mhm. Da wird die Haut dann halt einfach abgezogen. Und die Kartoffeln sind wunderbar gegart, ohne dass wir halt das Wasser mit dabei haben. Weil das Wasser würde uns dann halt die Plätzchen nachher kaputt machen. Ah, und so haben wir halt. Das ist der Trick. Genau. Super. Perfekt. Dann drücken wir die Kartoffeln durch. Mhm. Einfach durch eine ganz normale Kartoffelpresse. Eine Kartoffelmasse besteht dann immer aus Eigelb, Mehl, Stärke. Viel mehr ist da gar nicht dran. Okay. Und da wir ja Brennnesselpellätzchen machen, genau, habe ich Brennnessel schon genommen, habe ich dann abgekocht und zum Packojet eingesetzt. Und dann haben wir also eine wunderschöne Brennnesselpaste. Tolle Farbe. So, das müssen wir dann durchrühren. Einmal mit einem Löffel. Mache ich gerne. Und dann einfach einmal kräftig rühren. Püree, Karottenpüree schon. Das ist halt wunderschön einreduziert. Mhm. Dann machen wir einen Schluck Gemüsebrühe dazu. Und ich mache etwas Milch von unserem Partner, also vom Joselhof, mache ich noch einen Schluck Milch dazu und dann wird das weitergeköchelt. So, jetzt haben wir hier schon eine wahnsinnig schöne grüne Kartoffelmasse für unsere Brennnessel-Plätzchen. Plätzchen, sehr schön. Genau. Wie geht's da weiter? Dann wird das in eine Rolle geformt, dann schneiden wir es runter und braten das links, rechts an. Die Soße hattest du ja schon vorbereitet, da kommen dann nur mehr die Saubohnen genau, die dazu. Die Soße ist vorbereitet mit den Saubohnen einfach. Das ist einfach nur aus einer Jus, Saubohnen und ein bisschen Rahm. Das lassen wir einkochen und dann haben wir eine wunderschöne Saubohnen-Rahmsoße. Jetzt schauen wir nach unserem Fleisch. Das hat jetzt auch wundervolle 51 Grad Kerntemperatur. Herrlich. Wir machen dann jetzt noch eine kleine Flocke Butter dazu. Das nennt man arrosieren. Wir können dann noch Rosmarin, Thymian, so ein paar Zweige mit dabei machen. Aha. Übergießen. Genau, schön übergießen. Und dann bekommen wir auch ein wunderschönes Aroma. Das Fleisch hat bisschen Hitze bekommen und jetzt lassen wir es einfach ruhen, dass ich das wieder setze und dann tut beim Braten oder nachher beim Aufschneiden kein Fleischsaft mehr austreten. Mhm, sehr schön. Das Karottenpüree hat halt jetzt fertig gekocht. Jetzt gehen wir halt zum Thermomix und pürieren das wundervoll. Da füllen wir dann unsere Karotten rein, da kommt der Deckel drauf und dann lassen wir das Ganze halt mixen. Ah, und jetzt sind wir schon beim Anrichten. Genau, jetzt sind wir schon beim Anrichten. Dafür haben wir halt unsere Soße, dann haben wir unser Karottenpüree. So, dann haben wir jetzt das Fleisch und dann machen wir ein paar schöne Tranchen mit runter. Können wir dann auch dazugeben. Mhm. Dann machen wir jetzt unsere Kartoffelplätzchen. Die sind dann links, rechts angebraten. Die legen wir dann außen rum. Dann kommt ein bisschen Soße drüber wahrscheinlich. Genau. Die kannst du ans Fleisch und dann ziehen wir nochmal so einen Streifen drum. Also, dann haben wir auch wunderschöne Blumen, die sind auch alle essbar. Ringelblumen. Ringelblumen. Gut sehr aufgepasst. Schön. Die geben wir jetzt noch drüber. Und ich nehme noch eine Malve dazu, ist genau, das okay? Genau, eine Malve dazu. Einfach die Blüten abzupfen, mit da drauflegen. Oh, das ist eine schöne Kombination. Ja. Sieht das schön aus. Wundervoll, ja, gleich farbenfroh. Müssen wir nur mal verkosten. Genau, jetzt müssen wir nur noch verkosten. Lasst es euch schmecken. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Elisabeth Gürtler, die Grande Dame der Hotellerie. Eine weltberühmte Gastgeberin. Wir wollen natürlich wissen, was ist ihr Geheimnis, was ist ihr Konzept, ihre Philosophie. Wir sind neugierig. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man authentisch ist. Und wenn man wirklich gerne Gastgeberin ist, dann passiert alles andere ganz von selber. Und das Wesentliche ist, glaube ich, dass Gäste sich wie zu Hause fühlen müssen. Und die Zeit, die sie in einem Restaurant, in einem Haus verbringen, mit allen Sinnen genießen können. Dazu muss man natürlich dann wieder einiges tun.
Sie sind auch eine Kunst- und Kulturliebhaberin, was man auch in dem Haus sehr schön merkt. Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema? Also ich glaube, dass ein Haus durch Kunst und Kultur eine individuelle Note bekommt. Das ist nicht replizierbar. Ein Kunstwerk ist einmalig und zeigt auch, wie das Haus geprägt ist. Und daher ist es, finde ich, wunderbar, wenn man Wände hat, wo man Bilder aufhängen kann, mit denen man sich identifiziert. Wenn man Abende gestalten kann mit Künstlern, die man schätzt, dann spüren auch die Gäste, was ist der Geist dieses Hauses. Und das macht es dann unverwechselbar. Das bringt ein besonderes Leben, eine Stimmung in das Haus, das man auch sofort spürt. Kunst und Kultur, ein wichtiges Thema, das den Raum, den Ort beseelt. Eine sehr schöne Atmosphäre entsteht dadurch. Herr Birnbaum, ein Haus mit Tradition und Blick nach vorne. Was ist Ihnen wichtig? Also ich glaube, hier speziell in diesem Haus und an diesem Ort sehen wir uns als Botschafter für die Region, aber auch als Genusskunstbotschafter, Kulturbotschafter. Wir wollen hier einen Beitrag leisten, dass Gäste, die das Haus besuchen, sich ganzheitlich wohlfühlen und auch mit allen Sinnen genießen können, so wie es Frau Gürtel auch immer formuliert. Was schätzen denn die Gäste besonders bei Ihnen? Ich glaube, das Haus ist sehr authentisch. Wir bieten eine Wohlfühlatmosphäre mit ganz wertigen Materialien, mit einem authentischen Service, einer sehr guten Küche. Und wir sind Gastgeber aus Leidenschaft. Das beweisen wir jeden Tag aufs Neue. Spürt man ab dem ersten Moment. Gibt es etwas, was Sie den jungen Hoteliers mitgeben können? Was ist wichtig? Also zuerst einmal muss man Menschen lieben und es muss einen interessieren, von diesen Menschen etwas zu hören, mit ihnen zu kommunizieren. Wenn man das gerne macht, dann ist Hotellerie, Gastronomie ein wunderbarer Beruf. Und das bringt Erfüllung und ein Beruf, mit dem man nicht glücklich ist, in dem kann man nie gut sein. Jetzt darf ich Ihnen vielleicht ein kleines Geschenk mitgeben. Wir haben ein Buch über das Astoria schreiben lassen von einem Autor, Andreas Augustin, der für die berühmtesten Hotels der Welt schreibt. Und das ist Astoria, A Story, A Legend. Und vielleicht haben Sie Freude dran. Es ist ein Buch über die Region Seefeld und natürlich über die Geschichte des Hotels. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. In der faszinierenden Bergwelt Kraft tanken, beim Vitalsportprogramm Energie schöpfen und in der luxuriös ausgestatteten Wellness-Oase auf 4.700 Quadratmetern relaxen. Ein absolutes Highlight. Es gibt mehrere Pools mit atemberaubendem Ausblick, einen Naturbadesee, zahlreiche Saunen, einzigartige Ruheplätze und für Zurückgezogene gibt es einen Private Spa, wie man ihn sich nur erträumen kann. Ein Ort, an den man immer wieder zurückkommen möchte und eins steht fest, das Astoria Resort Seefeld, 5 Sterne Superior, hat mit Sicherheitsgeschmack.